Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Ja, wir sind hier in, ich habe den Namen vergessen, ich vergesse immer den Namen dieser Stadt. Upsala, das war die Speed-Taste, Entschuldigung. Wo bin ich denn hier? Ja, in Blütenburg City habe ich doch gesagt, meine Güte, hört mir doch mal zu. Ja, wir sind hier in Blütenburg City und ich habe ein kleines bisschen trainiert und ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wen wundert's, dass Sandane Team ist? Wen wundert's? Mein liebes Sandan, ich liebe dich. Ja, ich habe es auf Level 29 trainiert. Ein Sandan entwickelt sich zu Sandama auf Level 22. Ich habe die Entwicklung bis hierher abgebrochen. Einfach aus dem Grund, Sandama lernt erstens auf Level 23 den Schlitzer. Ich habe ihm noch Stärke beigebracht, wie ihr seht. Auf Level 23 lernt es den Schlitzer und auf Level 30, das ist jetzt gleich erreicht, ihr seht, 96 Erfahrungspunkte braucht es noch. Er lernt es den Sternschau. Und das ist auf jeden Fall besser als nix. So. Magnaien habe ich auch bisschen trainiert um ein Level, allerdings ganz ehrlich, mir ist die Motivation, ich wollte eigentlich alles auf Level 30 trainieren, aber mir ist dann die Motivation vergangen, als ich dieses dumme Drecksviech hier trainiert habe. Irgendwann ist mir dann die Lust vergangen, dieses Scheißviech zu trainieren, weil es mir dauernd verreckt ist. Die ganze Zeit beim Leveln. Es kommt ein wildes Pokémon, ich bekämpfe es, zwei Pokémon später ist das Viech schon wieder tot. Ich darf schon wieder ins Pokémon Center laufen. Ah! Ich habe einfach irgendwann keinen Bock mehr gehabt, den Scheißtrick dann zu trainieren. Oh, ich bin so froh, wenn es endlich ein Makago ist, ganz ehrlich. Aber das dauert ja noch so lang. Das Scheißviech entwickelt sich erst auf Level 38. Ich würde so gern kotzen, ich sag's nicht. Boah. Aber es hat wenigstens Amnesie erlernt. Hilft wenigstens ein bisschen bei seiner mickrigen Spezialverteidigung. Vor allem, wenn es dann ein Makago ist. So, ja, Knampf habe ich gar nicht erst angerührt. Nicht mal mit der Stange. Nicht mal mit so, mit der Greifzange, nicht mal, nein. Stolunio habe ich auf Level 30 hochtrainiert. Es hat den Eisenschweif erlernt. Dazu musste ich leider die Metallklaue wegtun, denn der blöde Zertrümmerer nervt. Und ich glaube, sonst gab es nichts Atemberaubendes. Magnaien wollte Angeberei erlernen. Aber, ja, habe ich ihm gar nicht erst erlernt. So. Dann machen wir jetzt mal die Arena und ich hoffe, das klappt jetzt so alles, wie ich will. Und ich muss jetzt nicht allzu oft aufstoßen oder sowas, denn ich bin vollgefressen ohne Ende. Ja, ich habe gerade noch gegessen und habe gerade ein wenig gekocht und oh, ich bin vollgestopft bis Oberkante und der Lippe. So, hallo. Je stärker die Verteidigung ist, desto rücksichtsloser kann ich angreifen. Das ist so gesehen richtig, ja. Allerdings auch nur, wenn ich mal die Musik für mich ein bisschen lauter mache, weil ich ungefähr fast gar nichts von der Musik höre. Ah, ist schon besser so. So, ein Knuddeluff. Das darfst du gerne einsetzen, das erlaube ich dir sogar. Ausnahmsweise. So, ich würde mal sagen, wir machen Schlitzer. Risikotackle, hör mir auf mit dem Scheiß. Oh, ganz ruhig. Nicht ausflippen, Knuddeluff. Ganz, what the fuck. Kein Schaden ist kein Schaden. Ja. Komm mal her, ist... Gary, komm! Warum soll ich dich jetzt einsetzen? Du überlebst doch den Angriff eh nicht. Komm, einfach mal, komm. Du überlebst den Angriff aber eh nicht. Oder? Komm. Ja. Stirb, Gary, komm, stirb. Spukball, ja. Das Einzige, was Gary gut kann, ist Schaden nehmen. Risikotackle, ja. Das Zweite, was Gary gut kann, ja, sterben. Habe ich ja ganz vergessen. Oh, langsam aber sicher regt mich das Viech sowas von auf. Langsam aber sicher regt mich das Viech sowas von... Ah, das pisst mich einfach nur noch an. So. Magnaien, mach mal das Viech kaputt. Ich bin mir jetzt übrigens nicht mehr ganz so schlüssig. Soll ich Magnaien drin lassen? Soll ich es nicht drin lassen? Ich weiß es doch nicht. Ich finde Magnaien toll, ich mag's. Es ist eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Ich finde es einfach nur noch... Ach, es ist ein tolles Pokémon, aber... Ja, es ist nicht gerade... Das stärkste Pokémon. Hypertrank. So. Stirb endlich mal, du dummes Knuddeluff. Du nervst. Ganz ehrlich, du nervst. So, mit Stärke geht das mal ein bisschen weiter hier. Risikotackle. Aua, das würde wehtun, das wird wehtun. Rückstoßschaden, okay, ja, ja, ja. So, wir hoffen mal, dass das Knuddeluff zurückschreckt. Oh, weh, 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 ja, Magnaien, vernichte es. Ui, 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 ui. Okay. Ja, das war jetzt ein Pokémon. Sie hat Gott sei Dank nur das eine, aber...
Sternschauer hier, yeah. Das war ein einziges Pokémon und... Oh, es sind fast drei meiner Pokémon down. Drei Stück! Gottes Willen, diese Arena wird ein Horror. Diese Arena wird ein absoluter Horror. So, Kratzer, weg damit. Ich will den Einliegler sicherweise noch ein bisschen behalten. Oh Mann. So, aber jetzt wird es ein bisschen einfacher hier drin. Unsere Verteidigung reicht nicht aus. Nein, wird's ja. Ja. Jetzt wird's ein bisschen einfacher. Der Sandan entwickelt sich. Es ist so süß. Ach, Sandan ist so süß. Tschüssi, Sandan. Jetzt kommt aber auch ein anderes tolles Pokémon, das ich ebenfalls sehr, sehr mag. Sandan mag ich doch einen Ticken lieber als Sandama. Aber Sandama ist auch so putzig. Es ist so süß. Och, es ist nicht süß. Glückwunsch, dein süßes Pokémon wurde zu einem noch süßeren Pokémon. Naja, eigentlich nicht. Aber egal, es ist auf jeden Fall süß. Oh, es ist so süß. Ich liebe Sandan und Sandama. Ach, es sind so tolle Pokémon. So. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, ich glaube, die Werte haben sich doch nochmal ordentlich erhöht. Vor allem die Verteidigung. Mit 84 ist es nun das Pokémon mit der besten Verteidigung im ganzen Team. Naja, wenigstens so lange, bis sich mein Smogon zu Smogmog entwickelt. So, und mit 66 Angriff ist es sogar das Pokémon mit dem meisten... Nein! Knampf! Du hast einen Angriff mehr! Knampf, du, da müssen wir nochmal drüber reden hier, dass du, mehr Angriff hast als mein, Sandama hier, gell? Da, wobei, du bist auch ein Level höher. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt, es passt schon. Dir sei es verziehen. So. Dann müssen wir jetzt erstmal... unsere Pokémon wieder heilen. Ich habe übrigens offscreen noch ein bisschen eingekauft. Wenn ich mich nicht irre, waren es zwei oder drei Superbälle, dass wir wieder fünf Stück haben. Und ich, wenn ich mich nicht irre, waren es noch 10 Supertränke, die ich mir gekauft habe. Einfach mal sicher halbsweise. Man weiß ja nie, was uns in dieser Arena noch so erwartet. Ich weiß, was mich noch erwartet und es ist der blanke Horror. Ich hasse diese Arena. Ich hasse sie. Oh, die Arena ist der blanke Horror, sage ich euch. Sie ist der blanke Horror. Das wird schrecklich. Der Arenaleiter hier drin, der hat's echt faustdick hinter den Ohren. Der hat's faustdick hinter den Ohren. Ich werde es dir nicht gleich machen, nur weil du das Kind unseres Leiters bist. Ich werde dir beibringen, was es für Pokémon bedeutet, einen Volltreffer zu erhalten. Frage Nummer 1. Was hat ein Volltreffer mit K.O.-Treffern zu tun? Außer gar nichts. Frage Nummer 2. Woher weißt du, dass ich das Kind von dem Arenaleiter bin? Ich meine, steht das... Habe ich so ein Namensschild hier drauf, oder? Wo dann drauf steht... Spike, das Kind des Arenaleiters. Wird dann nur problematisch, wenn ich in einer anderen Arena bin. Hm. So, ein Mundtier, das dürfte für mich eigentlich kein Problem sein. Es sei denn, es ist Schlitzer ein und fügt damit guten Schaden zu und macht natürlich den Volltreffer. Natürlich, ja. Ist ja absolut selbstverständlich, dass ich dann keinen Volltreffer mache. Energiefokus, ja, danach setzt du natürlich den Schlitzer ein und wirst mich irgendwie... One-Hit-KO, keine Ahnung. Natürlich kommt jetzt der Schlitzer. Und natürlich nochmal ein Volltreffer. Wie soll es denn auch anders sein? Ich lande natürlich nicht einmal einen Volltreffer. Wie soll es denn auch anders sein? Also, ich meine... Ah! Nochmal ein Schlitzer, natürlich kommt jetzt ein Volltreffer. Natürlich kommt jetzt ein Volltreffer! Wie viele Schlitzer habe ich eingesetzt? Wie viele verfickte Schlitzer habe ich eingesetzt? Oh! Sowas kotzt mich schon wieder an, ganz ehrlich. Sowas kotzt mich schon wieder richtig an. Ah! Volltreffer, Volltreffer, Achtung, Achtung! Oh! Kein Volltreffer! Oh! Na sowas aber auch. Na sowas aber auch. Du machst mal keinen Volltreffer. Ich bin absolut begeistert. Tun ja. Hier, deine Stärke. Du kämpfst großartig. Ich darf schon wieder heilen gehen. Okay, wo geht's eigentlich hin? Ach, da komme ich schon zu den Arenaleiter. Alles klar. Nein, ich werde nicht die ganzen Trainer in dieser Arena machen. Das mache ich zwar immer, wenn ich... Privat-Pokémon-Spiele, da mache ich das allerdings, ganz ehrlich, in einem Let's Play wird das ein bisschen langweilig, denn
Es dauert, bis man da alle Trainer besiegt hat. Es dauert ein bisschen. Sie geben zwar gute Erfahrungspunkte, aber ganz ehrlich, durch ein paar Level-Einheiten ist es wieder reinkult. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, wird es Zeit für den Arena-Leiter, gegen den ich wahrscheinlich keine Chance habe. Ich bin mal gespannt, also hätte ich nicht gelevelt, dann hätte ich auf gar keinen Fall eine Chance gegen ihn gehabt. Dadurch, dass ich jetzt mein Sandan trainiert habe auf Level 30 und auch mein Stolunio auf Level 30 trainiert habe, dürfte es ein bisschen einfacher werden, aber ja, es wird hart. So. Viele speichern jetzt vorm Arena-Leiter. Die Frage von mir, warum? Es ergibt keinen Sinn. Ich mache es. Nein. Ich mache es ohne Safe-State. Nein. Okay. Werden wir es schaffen, diesen Arena-Leiter zu besiegen? Werden wir gewinnen? Werden wir verlieren? Werden unsere Pokémon es überhaupt schaffen, das erste Pokémon von ihnen zu besiegen? Er hat diesen noch viel mehr im Gleich. Du besitzt vier Ohren. Fein, wie versprochen, wenn wir nur einen Pokémon-Kampf austragen. Spike, ich bin so glücklich, dass mein eigenes Kind stark genug ist, gegen mich zu kämpfen. Aber Kampf ist Kampf. Ich werde als Arena-Leiter alles tun, um diesen Kampf zu gewinnen. Spike, du solltest dein Bestes geben. Wenn du gewinnst, enterbe ich dich. Vier Pokémon und er fängt mit einem Pandya an? Hä? Was? Seit wann hast du ein Pandya? What the fuck? Wieso hast du ein Pandya? Seit wann hast du ein Pandya? Hä? Du hast doch... Du hast doch immer mit dem Mundtier angefangen, glaube ich. Tuten. Hä? Leute, was? Wieso ein Pandya? Ich meine, mir soll's recht sein, aber wieso hast du ein Pandya? Ach du Scheiße, es ist so lange her, dass ich Smaragd gespielt habe, oder was? Okay, ich habe sonst immer meine Saphir-Edition gespielt. Da ist es ein bisschen anders, aber... Hä? Ja, nee, nicht verwirren. Nee. Mit verwirren hörst du mir gleich auf. So, natürlich habe ich nichts, was meine Verwirrung heilen könnte. Hier habe ich einen Hyperheiler, wunderbar. Okay. Oh, natürlich setzt du einen Hypertrank ein. Was solltest du denn sonst einsetzen? Natürlich! Ich bin eigentlich froh, dass du ihn einsetzt, ganz ehrlich. Sonst setzt du ihn nicht bei deinem mega starken Pokémon später ein. Soll mir eigentlich ganz recht sein. Sandama, wie wäre es eigentlich, wenn du mal einen Volltreffer machen würdest? Ich meine, das Mundtier vorher hat ungefähr 5 Volltreffer reingedauert. Und du hast bis jetzt noch keinen einzigen gemacht. Was rede ich eigentlich? Natürlich setzt du wieder Taumeltanz ein. Natürlich setzt du wieder diesen scheiß Taumeltanz ein. Es kotzt einfach nur noch an. So, dann machen wir mal Beutel. Dann kriegst du einen wunderbaren Lava-Keks. Ich hatte eigentlich vor, noch offscreen ein paar Lava-Kekse zu kaufen. Hab aber nicht mehr dran gedacht, wie ihr seht. Lava-Kekse sind was Tolles. Natürlich! Jetzt aber ein riesen Applaus für Pandya dafür, dass es das größte Arschfick-Pokémon aller Zeiten ist. So, ja. Schöne Scheiße. Ich vertraue dir, so wie bei Yu-Gi-Oh! Ich dem Herz der Karten vertraue. Ich vertraue dem Herz von meinem Sandama. Juhu, ja, ich wollte schon heimgehen. Ich bin gerade zu Hause, okay. Aber ja, es hat wenigstens geklappt, dass er es durch die Verwirrung durchgekommen ist. Das finde ich super von dir. Als nächstes wird ein Mundtier eingesetzt. Und ganz ehrlich, mein Sandama ist verwirrt. Ich wollte es zwar eigentlich draußen lassen, aber nein. Hier, komm mal lieber du, Gary. Ganz ehrlich, Gary, überlebst du eigentlich einen Angriff davon? Eigentlich, ich benutze dich gerade mal wieder als Opfer-Pokémon. Wenn du überlebst, dann kannst du gleich einen Hitzekoller einsetzen. Aber wenn nicht, dann bist du halt tot. Schlitzer, du bist tot. Nein, du überlebst! Ich bin so schwer begeistert. Ich bin so schwer begeistert. Mundtier hat überlebt. So. Wir setzen einen Supertrank ein, opfern unser Trash-Mark, nenne ich es jetzt mal. Gary, du darfst sterben, ich erlaube es dir. Dank einem Schlitzer wirst du nun aufgeschlitzt. Wie kann man sowas aufschlitzen? Ich meine, das Viech müsste 1000 Grad heiß sein oder sowas. Wieso verbrennt es sich die Finger nicht?
Wieso? Das ergibt keinen Sinn!